Komm, der Bree schreibt schon die ganze Zeit rein. Esker und Darren Brown, Ready to Die. Noch nie was von gehört. So, gucken wir mal. Oha, das sieht aber professionell aus hier, Alter. Noch nie was von denen gehört, sag ich euch ehrlich. Ich wollte gerade gucken, ob die hier irgendwie bei Sony Universal oder so sind. Das ist einfach interessant manchmal zu wissen für mich. Keine Ahnung, ich bin neugierig. Aber hier steht jetzt gerade nichts. Muss auch eigentlich nicht stehen. Manche schreiben es nur. Das sieht professionell aus hier. Das sieht aber vielversprechend aus, ne? Sag ich euch ehrlich, das sieht echt vielversprechend. Wenn die jetzt reinkacken, ne, dann weiß ich auch nicht. Rote Bandanas in meinem Viertel. Lass mal das Rauchen, nur noch eine Kipp. Egal wie schön wir unser Leben reden, ist kurz vor Sonnenaufgang, bleibt's eine Sünde. Manche verteilt mir Stiche, Wallah, ein bisschen Gerede kann reichen. Fäuste, Messer, Schusswaffen, wenn ich mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Wir sind von klein auf Street. Hab mit 14 gelernt, wie man Umsatz vermehrt, unser Money mit Platz verdient. Wir sind nachts aufs Tag, aber mich der Subtraff-Punkt an der Staatsgalerie. Bruder, das holt mich aber gerade ab, wa? Das holt mich gerade ab, Digga. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Ich höre die Jungs hier das erste Mal. Das erste Mal. Das ist geil. Das sag ich dir, du. Das gefällt mir richtig gut gerade. Das ist echt nice. Bro, das Video war nice, ne? Ich dachte mir, ey, noch nie von denen gehört. Keine Ahnung so. Ich habe keine Erwartung gehabt. Aber der Bree kommt dann rein. Er überzeugt direkt. Ist kurz vor Sonnenaufgang, bleibt's eine Sünde. Manche verteilt mir Stiche, Wallah, ein bisschen Gerede kann reichen. Auch eine kranke Aufnahme, wie er da mit dem Messer durch die Zunge fährt, so. Fäuste, Messer, Schusswaffen, wenn ich mit der Zeit geht, der geht mit der wir Zeit. Sind von klein. Genau das liebe ich, Digga. Das habe ich auch bei SpongeBob Reactions so oft angesprochen. Wenn einfach der Beat ausgeht quasi, beziehungsweise leiser wird und man dann quasi diese A Cappella-Stimme hört. Wallah, ein bisschen Gerede kann reichen. Fäuste, Messer, Schusswaffen, wenn ich mit der Zeit geht, der geht mit der wir Zeit. Wir sind von klein auf Street. Hab mit 14 gelernt, wie man Umsatz vermehrt, unser Money mit Platz verdient. Wir sind nachts aufs Tag, aber mich, der die Subtraff-Punkt an der Staatsgalerie. Und der Magen ist leer und die Brust voller Hass, deshalb schreien wir, fuck die Police. Für den Geist, der man ride ist, G. Und der Kommissar fragt sich, wie. Es sein kann, als 15 Tag verdächtig Geld mit Autos und Fahrrad fliehen. Okay, ich muss sagen, auch der Stimmkontrast zwischen den beiden hört sich sehr, sehr geil an. Gefällt mir sehr, sehr gut. Auch er ist ein guter Rapper, muss ich sagen. Esker und Darren Brown, Bruder, habe ich nie von gehört. Auch der Beat ist sehr, sehr gut produziert worden, Alter. Das Video ist sehr, sehr stark. Gucken wir mal ganz kurz. Produced by Excellence. Okay, sagt mir nichts. Recording by 74 Studios Heilbronn. Sagt mir auch nichts, aber absolut geil gemacht, Digga. Ein geiles Gesamtpaket. Ich sag euch ehrlich. So, guck mal weiter. Es ist in out thing, keine Zeit für Chill, oder bist du ne Pussy Peach? Ja, dann kannst du hier leider nicht hängen. Man gibt acht, wer dich draußen umgibt. Denn auf Straße geht's nur um Respekt. Ich bin in einem anderen Film. Für die Fan werde ich Billy the Kid. Die Gosse ist listig und still. Aber ey, der Beat, ne? Diese Geige dahinter, die macht halt so vieles aus, ne? Es ertragen hier Worte Gewicht. Leider wissen zu viele, wie es ist. Wenn man Post mit einem Haftantritt kriegt, auf das Tat ist vergessen, Verrat. Und die Treue zu Brüdern der Pflicht sagt. Hör mal, Bruder, glaub mir, der Erfolg wird dich irgendwann mal enden lassen, so wie Tupac, weißes Puder und Beluga für die Putas. Vergesst dir den Schmerz und das Leid, vergesst dir die dreckige Zeiten, du weißt doch genau, was ich mein. Seit klein auf vom Leben gezeichnet, geh nach vorne und sie drehen ihre Kreise. Two-Face, aber jedem das seine, sie wollen meinen Kopf, doch es fehlen Beweise. Seit klein auf vom Leben gezeichnet, geh nach vorne und sie drehen ihre Kreise. Ja, was sagt ihr zur Hook? Ich sag euch ehrlich, also bei der Hook finde ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Jetzt beim ersten Mal anhören catcht mich die Hook nicht direkt, aber vielleicht beim zweiten oder dritten Mal, ne? Two-Face, aber jedem das eine, sie wollen meinen Kopf doch fehlen. Wir sind ready to kill, wir sind ready to die. Mir egal, wer du bist, meine Jungs ballern blei. Hab'n Cousin, der sitzt, vielleicht zwei oder drei. Ja, du lebst in einem Film, für deine Show keine Zeit. Wir sind ready to kill, wir sind ready to die. Mir egal wer du bist, meine Jungs ballern blei. Hab einen Cousin, der sitzt, vielleicht zwei oder drei. Hab ein Auge, das lacht und das andere weint. Ja, boah, das ist zu geil, Bruder. Eieiei, ey, die Hook ist Baba. Die Hook ist Baba, ich hab nichts gesagt. Die Hook ist Baba. Egal wer du bist, meine Jungs ballern. Vor allem, wie er das dann so lang zieht, Alter, Digga. Dann bleib, hab einen Cousin, der sitzt, vielleicht zwei oder drei. Hab ein Auge, das lacht und das andere weint. Geil.
Digga, bisher, der Song gefällt mir richtig gut. Danke für diese Empfehlung, Alter. Du ein Mike. Sag mir, wer dieser Pisser kann erzählen wie ich. Jahre gefordert und wir reden hier nicht. Sieben Weltmeere mit Tränen gefüllt. Mama zu Hause in Seele ein Stich. Söhne in hab ich's gegeben, mein Fick, meine Ferse, Gänsehaut, färbt die Wände grau. Echte Leute verstehen, wie es ist. Trage Pelle, Pelle in meiner Zelle, Zelle. An dieses Level hier kommt keiner ran. Krieg nichts auf die Kette, Kette. Wenn ich rappe, rappe, stellen sich deutsche Rapper hinten an. Kleine Wort und Bild. Born to kill, diese Combo ist giftig. Star-Lüren ohne Blitzlicht. Gibbets gebaut auf dem Rücksitz. So keiner vom Leben gezeichnet. Konnten uns damals schon gar nichts mehr leisten. Doch seitdem man sich fragt. Auch der Stimmkontrast zwischen den beiden ist absolut geil. Ein paar der Moneten steckt unterm Kissen ein Eisen. So keiner vom Leben gezeigt, wir konnten uns damals schon gar nichts mehr leisten. Doch seitdem man sich verrät, ein paar der Moneten steckt unterm Kissen ein Eisen. Wir sind ready to kill, wir sind ready to die. Mir egal wer du bist, meine Jungs bald am Blei. Hab einen Cousin, der sitzt, vielleicht zwei oder drei. Ja, du lebst in einem Film, für deine Show keine Zeit. Wir sind ready to kill, wir sind ready to die. Mir egal wer du bist. Meine Jungs mal am Blei. Hab einen Cousin, der sitzt. Vielleicht zwei oder drei. Hab ein Auge, das lacht. Digga, die Jungs haben abgeliefert. Die Jungs haben richtig abgeliefert, Alter. Ein richtig starker Song. Richtig starker Song. Und das andere war. Boah, auch das Video, Digga. Auch das Video. Ey, hier stimmt einfach das Gesamtpaket. Die Jungs, Alter, die haben abgeliefert, ne? Ehrlich. Sehr, sehr stark. Dafür, dass ich die Jungs das erste Mal gehört habe, muss ich sagen, die bleiben direkt im Kopf. Hammer-Video, Hammer-Beat. Auf alles geachtet, Digga. Beide haben richtig geil abgeliefert. Also vom Flow her, von den Reimen her, von der Lyric her, absolut geil. Wie heißen die? Die Jungs heißen Eska und Darren Brown. Song heißt Ready to Die. Sehr, sehr stark. Was mich jetzt interessiert, haben die mehr Songs, Alter? Jetzt nicht, dass wir drauf reagieren. Wir schauen nur ganz kurz rein. Also wir skippen mal ganz kurz durch, okay? Das Ding hier kam vor einem Tag raus, hat 48.000 Klicks. Okay, er hat im Großen und Ganzen, also dieser Eska hat eigentlich oft alleine gemacht. Ich dachte, das wären so Partner, die vielleicht zusammen angefangen haben. Aber er macht schon lange Musik, also ein bisschen länger. Er war im Knast 4 Jahre. Ach so. Ja, die Rechnung kann ja nicht aufgehen. Also nicht zwischen den Songs. Er war dann davor im Knast, ne? Ach hier, heute ist es 3 Jahre her, als Eska sich seiner Haft gestellt hatte. Wie einige von euch wissen, lief es leider nicht so, wie wir es uns gewünscht haben. Eine vorzeitige Entlassung wurde bezüglich eines negativen Gutachtens abgelehnt. Das bedeutet, Eska wird spätestens am 25.03.2022 entlassen. Hä, der ist noch im Knast? Bin ich jetzt behindert? Wir haben den 29.01. Sitzt der gerade noch im Knast? Wie hat der dann dieses babamäßige Video hier rausgehauen, Digga? Er kam jetzt doch raus. Ach so, ja, okay. Dann ist ja gut. Und hat sich direkt wieder der Musik gewidmet. Sehr schön. Innerhalb von einem Tag 50.000 Klicks.